Dr. Diebes, Morschale und Jovial, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser heutiges Thema bei Romno Care News ist, sind Sinti Roma? Dann müssten folglich Roma auch Sinti sein. Anlass unserer kritischen Auseinandersetzung heute ist wiederum die EU-Definition zum politischen Oberbegriff in den Empfehlungen des Rates der Europäischen Union vom 12. März 2021. Darin wird der Begriff Roma als Oberbegriff verwendet und bezeichnet eine Reihe von verschiedenen Gruppen mit romanessprachigem Hintergrund, aber eben auch Gruppen wie Reisende, Travelers, Jenische, sowie Menschen, die sich auch als Gypsies, Ziganes oder Zingari bezeichnen. Die Frage an Romeo, du bist Sinto und EU-Abgeordneter. Hat die EU-Verwaltung das Recht zu definieren, wer politisch Roma ist und wer nicht? Nein, das hat sie nicht. Das hat sie sich einfach genommen und das ist nicht korrekt. Warum braucht die EU-Verwaltung eine politisch übergreifende Bezeichnung für die verschiedenen romanessprachigen Gruppen? Es ist ein Zeichen des Respekts und auch der Anerkennung, wenn man die Vielfältigkeit der romanischsprachigen Menschen in Europa anerkennt und sie auch nennt. Das ist absolut wichtig, um auch die Vielfalt der Minderheit von 12 Millionen Menschen in Europa tatsächlich auch gerecht zu werden. Und darum wäre der richtige Begriff Romani People oder romanischsprachige Menschen, weil es sich ja auch auf die Sprache bezieht. Hatten wir fest, der von der EU definierte Oberbegriff Roma orientiert sich eben nicht nur neutral an eine gemeinsame Sprache, Abstammung oder Ethnie, sondern tendenziell eben auch an der Definition, die die EU bereits in den Jahrzehnten davor benutzte, nämlich den Inhalt sozusagen des Begriffs Zigeuner. Romeo, gibt es nicht im Moment schon eine politische Praxis, wie man auch politisch korrekt unsere verschiedenen Gruppen benennt im Englischen? Ja, interessanterweise ja, den gibt es schon. Und zwar ist dieser Begriff Romani People, der die romanischsprachigen Menschen in Europa bezeichnet, auf europäischer Ebene. Bedeutet das, dass du anstatt der Selbstbezeichnung der Sinti oder auch der Roma jetzt einen Begriff wie Romani People oder romanischsprachige Menschen einführen möchtest? Ganz klar nein. Die Selbstbezeichnungen bleiben. Es geht um eine politisch korrekte Bezeichnung, die nicht ausgrenzt und nicht diskriminiert, sondern sich an der neutralen Sprache orientiert, wie Romani People oder romanischsprachige Gruppen. Wenden wir uns einer weiteren Frage zu, Romeo. Sind denn die Sinti Roma? Nein, Sinti sind keine Roma. Sinti leben seit über 1000 Jahren in Europa und sind ein fester Bestandteil europäischer Gesellschaften. Und häufig stellen Sinti die alteingesessenen Gruppen in den europäischen Ländern dar. Und so sind Sinti im Gegensatz zu Einwanderern in ihren Gebieten heimisch, im Sinne der Definition des Bundesministeriums des Innern. Gibt es denn auch andere Gruppen, die sich selbst auch als Sinti bezeichnen in verschiedenen Ländern? Ja, es gibt tatsächlich sehr viele Gruppen in Europa, die Sinti sind, zum Beispiel die Manusch in Frankreich, die Lalleri in Österreich, in Schweiz, in Tschechien oder der Slowakei und Ungarn, die Kali in Spanien und Portugal und auch in Norwegen und die Resende in Schweden, Norwegen und Finnland und Teile der Romani Kal in Großbritannien. Frage an Jovica, du bist Leiter der Beratungsstelle für die zugewanderten Roma in Baden-Württemberg und selbst Rom. Welche Gemeinsamkeiten haben denn Sinti mit den ethnischen Roma? Ja, nachweislich historisch auch 1000 bis 1500 Jahre den Ursprung aus Indien, ihre Kultur und Herkunft. Beide Gruppen
haben und sind betroffen von dem Antiziganismus, die höchste Form der Diskriminierung, die in der Gesellschaft es gibt, nach wie vor. Beide haben ihre gemeinsame Sprache Romanes aus dem Ursprung des indischen Sanskrit. Und beide haben eine Geschichte, die zum Thema Völkermord und Vertreibung, die Nationalsozialisten davon sehr betroffen wollen. Und beide kämpfen für ihr Recht und Existenz in Europa. Das hat man gemerkt bei der Bürgerrechtsarbeit schon damals in den 70er Jahren, zum Beispiel im Ersten Weltkongress in London. Und da merkt man schon wieder, wie viele Gemeinsamkeiten man hat und daraus etabliert sind, auch zum Beispiel in viele Verbände, in Organisationen, in Bundesrepublik Deutschland, dass viele auch zusammenarbeiten. Und das ist zum Beispiel ein Teil hier in Baden-Württemberg, der Landesverband Baden-Württemberg. Herr Witzer, darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja, bitte. Bist du ein Sinto? Nein, also ich bin Roma. Bei uns ist die Umgangssprachform, wenn wir unter uns unterhalten, uns als Roma, wenn man jemanden fragt, woher man kommt, weil man weiß, dass es verschiedene sprachige Gruppen gibt. Katrasan Roma, Messe Mandro Gilan, Messe Gurbeti, würde man das auf unser Roma sagen, weil da gibt es auch Kovace, Kelderaschalowara und die alle anderen Gruppen. Aus dem Grund bezeichnet sich auf die selbstbezeichnete eigene Gruppe. Romeo, bei dir ähnlich die Frage. Bist du ein Roma? Nein, ich bin kein Roma, ich bin Sinto. Und wenn ich noch tiefer in die Definition hineingehen würde, muss ich sagen, ich bin ein preußischer Sinto. Jovica, was unterscheidet dich von einem Sinto? Ja, meine Gruppe als Roma-Gruppe, die aus dem ehemaligen Jugoslawien, wie ich vorhin erwähnt habe, zum Beispiel die Gurbeti oder Arli und der anderen gleichen Gruppen, bilden ihre eigene nationale Minderheit, die geschützt ist, die sich zum Beispiel an das EU-Recht der Minderheitenschutz 1995 und daher ist unsere Minderheit dort geschützt und auch die Legitimation, ihr Aufenthalt und ihre Rechte. Wenn wir zum Beispiel hier in Westeuropa, wie in Deutschland zum Beispiel, ankommen, genießen wir natürlich auch Minderheitenschutz, aber gehören wir nicht zu der nationalen Minderheit, der Deutsche, Sinti zum Beispiel. Romeo, was unterscheidet dich von Jovica als Rom? Ich bin deutscher Sinto, das bedeutet, ich bin hier in Deutschland gehöre ich zu einer anerkannten Minderheit in Deutschland. Wenn du jetzt nach Kosovo reisen würdest, würdest du dort auch Angehöriger der nationalen Minderheit sein? Nein, kann ich ja gar nicht. Kann ich gar nicht, weil das kann ich nur nicht abstreifen. Ich bin deutscher Sinto und wenn ich nach in den Kosovo komme, bleibe ich tatsächlich auch ein deutscher Sinto und falle da nicht. Und ja, dann plötzlich Jovicas Gruppe. Das ist dann nicht der Fall. Herzlichen Dank an meine Gesprächspartner Romeo Franz und Jovica Avanitelli. Und wenn Ihnen, meine sehr geehrte Damen und Herren, unsere Sendung gefallen hat, fühlen Sie sich eingeladen, unsere News zu abonnieren. Acens Hastis, bleiben Sie gesund. Ihr Daniel Strauß.